Die meisten Menschen haben schon von Pixars Oben gehört, aber wusstest du, dass dieser Film von realen Ereignissen inspiriert wurde? Es hat sich herausgestellt, dass echte Menschen verrückte Dinge tun, um einen Umzug zu vermeiden. Von Wohnungen mitten im Flughafen bis hin zu Nagelhäuschen aus Streichhölzern. Wir stellen dir die stursten Hausbesitzer der Welt vor, die sich weigerten auszuziehen. Amazing. Platz 20. Edith Macefield. Edith Macefield wurde 2006 zur Volksheldin, als sie ein millionenschweres Angebot für ihr kleines Bauernhaus in Seattle ablehnte. Das geplante fünfstöckige Gewerbegebiet wurde trotzdem gebaut, musste aber um Macefields 108 Jahre altes Haus herumgebaut werden, in dem sie bis zu ihrem Tod im Jahr 2008 im Alter von 86 Jahren wohnte. In ihrem Testament vermachte sie das Haus dem Bauleiter des neuen Gebäudes, der zufällig ihr persönlicher Freund und Betreuer geworden war. Im Jahr 2009 ließen Disney-Publizisten Ballons auf dem Dach von Ediths Haus steigen, um für den Film Oben zu werben. Es gibt sogar Gerüchte, dass Ediths Geschichte die Inspiration für den Film war. Carl Fredrickson wäre stolz. Platz 19. Halbes Haus. Im Jahr 1957 begann Windlass Holdings, alle Grundstücke in der St. Patrick Street in Toronto aufzukaufen. Ihr Übernahmeplan verlief reibungslos, bis sie auf das Haus Nummer 54,5 stießen. Bizarrerweise trug es bereits den Namen 54,5, bevor es tatsächlich ein halbes Haus wurde. Die Hälfte des Doppelhauses wurde verkauft, aber die andere Hälfte weigerte sich. Also rissen die Bauunternehmer die Hälfte des Gebäudes vorsichtig ab, wobei die tragende Trennwand erhalten blieb. Seitdem ist es in diesem seltsamen Zustand geblieben und wird derzeit bewohnt. Also musst du dein eigenes Haus erst einmal halbieren. Platz 18. Nagelhäuser. Hartnäckige Hausbesitzer sind in China zu einer Art Phänomen geworden. Die Häuser dieser Hausbesitzer sind als Nagelhäuser bekannt, weil ihre Besitzer wie eingeschlagene Nägel an ihrem Platz kleben bleiben. In manchen Fällen sehen die Gebäude sogar wie Nägel aus, nachdem die umliegende Architektur abgerissen wurde. Die chinesische Regierung hat große Schwierigkeiten, diese Menschen loszuwerden, denn sie weigern sich umzuziehen, egal wie viel Geld man ihnen bietet. Als Vergeltung spielt die Regierung schmutzig, indem sie Stromleitungen kappt und sogar Gräben um einige Häuser herumzieht. Das ist ziemlich mittelalterlich. Platz 17. Flughafen-Farming. Der Flughafen Narita, Tokios wichtigster internationaler Flughafen, erlebte 1978 eine kontroverse Eröffnung, als er trotz der Proteste der umliegenden Landwirte gebaut wurde. Bis 2002 musste er mit nur einer Start- und Landebahn betrieben werden, da rechtliche Probleme den Bau weiterer Landebahnen verhinderten. Schließlich gelang es ihnen, die meisten umliegenden Bauernhöfe zu kaufen und zu erweitern, aber der Bauer Takao Shito hatte kein Interesse an einem Umzug. Als bizarrer Kompromiss wurde die Strecke, die zur Landebahn führt, in einer Kurve um Shito Hof gebaut, der genau in der Mitte des Flughafens liegt. Der 68-Jährige erreicht seine Farm über einen unterirdischen Tunnel und hat hoffentlich gute Kopfhörer dabei. Platz 16. Roadhouse. Dieses Haus in Shanghai stand über 10 Jahre lang stolz da, nachdem Pläne für den Bau einer Straße bekannt wurden. Die siebenköpfige Familie, die dort lebte, war der Meinung, dass die Regierung ihnen nicht genug Geld für einen Umzug bot und blieb deshalb dort. Natürlich wurde die Straße um sie herum gebaut, der ständige Verkehr war unglaublich laut und die Haustür war nur 3 Meter von der Straße entfernt, aber es war ihr Zuhause, denke ich. Platz 15. Sandwich House. Mary Cook kaufte ihr Haus in der West Avenue in Manhattan, als Wohnraum in dieser Gegend noch erschwinglich war. Als durch den Zuzug wohlhabenderer Leute moderne Wohnblocks auf beiden Seiten ihres Hauses entstanden, lehnte Mary Cook Angebote zum Umzug ab. Jetzt steht dieses kleine alte New Yorker Stadthaus immer noch da, eingeklemmt zwischen zwei riesigen Wohnblocks wie Tom Cruise bei einem Basketballspiel. Platz 14. Mehr Sturheit, weniger Steilheit. Dieses Haus in Washington Heights, Manhattan, ist ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit, als es in Manhattan noch ein- und zwei Familienhäuser an den Straßen gab, anstatt endloser Wohnblocks. Es hat bis in die Neuzeit überlebt, weil es heute als Kirche genutzt wird. An einem so gruselig aussehenden Ort zu beten, könnte tatsächlich Spaß machen. Platz 13. Schwarzes Schaf in der Nachbarschaft. In Suzhou, China, weigerte sich im Juli 2013 ein einzelner Hausbesitzer, sein Haus an Leute zu verkaufen, die sein Viertel mit Luxuswohnungen beleben wollten. Jetzt ragt dieses merkwürdige kleine Haus, das einst so gut in die Nachbarschaft passte, wie ein Stück Geschichte heraus. Zugegeben, eine eher triste, graue Geschichte, aber dennoch Geschichte. Platz 12.
Coking gegen die Welt. Vera Coking und ihr Mann kauften dieses Anwesen in New Jersey 1961 als Sommerhaus. In den nächsten drei Jahrzehnten lehnten sie mehrere Kaufangebote für das Haus ab, sodass der Besitzer des Penthouse-Magazines, Bob Guccione, begann sein neues Hotel-Casino um das Haus herumzubauen. Doch als Guccione 1980 das Geld ausging, wurden die Bauarbeiten eingestellt. Das Haus war von hässlichen Gerüsten umgeben, bis Donald Trump versuchte, das Grundstück von Coking zu kaufen. Er wollte sein nahegelegenes Casino und Hotel erweitern und einen Parkplatz für Limousinen bauen. Aber das klappte nicht. Unter dem Einfluss von Trumps Anwaltsteam versuchte die Stadt, das Haus zu enteignen. Aber Coking, stur wie ein Esel, kämpfte gegen die Regierung und gewann und lebte dort bis 2010. Platz 11. Eckers Aufenthalt. 2011 hatte es die Portland State University geschafft, alle Anwohner einer Straße davon zu überzeugen, aus ihren Häusern auszuziehen, um Platz für ihr neues Bauprojekt zu schaffen. Das heißt alle, außer Randall Acker. Randall hatte sein Haus erst vor kurzem gekauft und renoviert und hatte keine Lust, es zu verlassen. Das Pech für die Universität war, dass Randall auch Anwalt war. Er kämpfte auf Schritt und Tritt dagegen an und jetzt steht da ein malerisches kleines Haus aus dem 19. Jahrhundert inmitten des Studentenwohnheims. Da er sich der Ähnlichkeit seiner Situation mit Pixar das oben bewusst war, ließ Acker wie Edith Macefield 400 Luftballons von seinem Schornstein steigen, um seinen Sieg stilvoll zu feiern. Platz 10. Geteilte Straße. Eine chinesische Autobahnbaufirma hätte auf jeden Fall einen Anwalt einschalten sollen, bevor sie dieses Projekt im Jahr 2016 in Angriff genommen hat. Denn die chinesischen Eigentumsgesetze erlauben es privaten Unternehmen nicht, Hausbesitzer von ihren Grundstücken zu vertreiben, bevor der 70-jährige Pachtvertrag für das Land abgelaufen ist. Die Weigerung des Hauseigentümers umzuziehen, wenn er nicht seine hohen Preisvorstellungen erfüllt bekommt, hätte den Stau des Jahrhunderts verursachen können, wenn die Autobahn geöffnet worden wäre. Aber hey, parken am Straßenrand! Platz 9. Babynagel. Dieses kleinere, flachere Nagelhaus behinderte im April 2015 den Bau einer Straße in Nanning, China. Der Eigentümer weigerte sich, sich mit den Behörden über die Höhe der Entschädigung zu einigen, die er für den Abriss erhalten würde. So blieb das Haus stehen, obwohl die Straße komplett erneuert wurde. Platz 8. Die Messlatte höher legen. Das Grundstück um die Taucherbar The Thirsty Beaver in Nordkalifornien wurde 2015 an einen Baukonzern verkauft. Aber egal wie hoch das Angebot war, The Thirsty Beaver ließ sich nicht vertreiben. Der kleine Saloon war seit Generationen im Besitz der Familie von Besitzer George Salem und der wollte seine Stammgäste nicht verraten. Wie du wahrscheinlich schon vermutet hast, begann die Baufirma mit dem Bau des Lokals. Und jetzt befindet sich The Thirsty Beaver in seinem Damm, der aus kontrastreichen Wohnblöcken besteht. Sehr modern. Platz 7. Kleines Problem. Anfang des 20. Jahrhunderts beschloss die Familie Wickham, im Londoner East End ein grandioses Kaufhaus zu bauen, das Selfridges Konkurrenz machen sollte. Doch eine Familie, die von Beruf Uhrmacher und Juwelier war, weigerte sich, ein Grundstück zu verkaufen, das für die architektonischen Pläne der Wickhams entscheidend war. Die Wickhams bauten ihren Laden trotzdem, und zwar als zweiteiliges Gebäude, das später zusammengefügt werden sollte, wenn diese Familie verkauft hatte oder gestorben war. Aber dieser Laden überlebte die Wickhams, die in den 60er Jahren ihr Geschäft aufgaben. Heute haben beide Läden schon bessere Tage gesehen, aber die Geschichte lebt in diesem ungewöhnlichen Gebäude in Londons Mile End weiter. Platz 6. Das Ziel verfehlt. Das Haus von Zheng Mizhu in Ruiyan, China, verkörpert beide Definitionen von Nagelhaus. Nachdem 2013 der Platz für ein Geschäftszentrum geräumt wurde, blieb von Mizhus Nachbarschaft nur noch ihr atemberaubendes, spitzes Haus übrig. Sie weigerte sich umzuziehen, weil sie der Meinung war, dass die Regierung sie übers Ohr hauen würde, obwohl sie erst seit einem Jahr in dem Haus wohnte. Sie wohnte dann auch noch in dem Haus, als ihr Wasser und Strom abgestellt wurden. Wer braucht schon Netflix, wenn er weiß, dass sein Haus jeden Moment umkippen kann? Platz 5. Panoramablicke. Manche Menschen macht der Verkehrsslam offensichtlich nichts aus, wie die Bewohner dieser Häuser in Zhejiang, China, beweisen. Die drei Familien, die dort wohnen, haben sich geweigert, den Bulldozern Platz zu machen, sodass ihre Häuser jetzt komplett von einer vierspurigen Autobahn umschlossen sind. Perfekt, wenn du ein Zimmer mit einem 360-Grad-Ausblick auf die Straße suchst. Platz 4. King of the Hill. Im Jahr 2004 schien es, als könnte kein Geld der Welt die Familie Wu aus Chongqing, China, davon überzeugen, aus dem Haus auszuziehen, in dem sie seit drei Generationen lebten. Es war ihnen, verständlicherweise, völlig egal, ob dadurch der Bau eines sechsstöckigen Einkaufszentrums verhindert werden würde. Sie hielten jahrelang durch, bis die Bauunternehmer während der Abwesenheit der Familie eine 30 Fuß tiefe Grube um ihr gesamtes Haus herum aushoben. Trotzdem brach die Familie in die Baustelle ein, zog zurück in ihr Haus und hisste eine chinesische Flagge auf dem Dach. Yang Wu
der Hausbesitzer und ein lokaler Kampfsportmeister, hat Berichten zufolge mit Nunchakus eine Treppe in das Haus gehauen. Außerdem drohte er jedem, der es wagen würde, das Haus zu räumen, mit seinen Künsten. Die Aufmerksamkeit, die dies Yang und seiner Frau einbrachte, machte sie zu kleinen Berühmtheiten. Und schließlich einigte sich die Familie und zog 2007 aus. Das ist zwar ein bisschen lahm, aber verständlich, denn niemand will wirklich in einer großen Todesgrube leben. Platz 3. Das letzte Café. Das Café von Salah Ujani ist alles, was von seinem Viertel in Roubaix, Frankreich, übrig geblieben ist. Seine Stammkunden sind zwar weitergezogen, aber er will einfach nicht verkaufen. Das Gebäude gehört ihm seit 1965 und ihm ist es anscheinend egal, dass die ganze Umgebung jetzt eine Einöde ist. Sein Café muss fantastisch sein, denn er hat immer noch Kunden, auch wenn das Geschäft nicht mehr so gut läuft wie früher. Ujani erzählt der Reportern sogar, dass er vorhat, in seinem Café zu sterben. Ich bezweifle, dass Starbucks-Mitarbeiter auch so loyal sind. Platz 2. Tropfen auf dem heißen Stein. Als die 30 Rockefeller Plaza in den 30er Jahren gebaut wurde, stellten zwei Häuser ein großes Problem für die Baupläne dar. Das Haus 1246 Avenue, in dem heute eine Bäckerei untergebracht ist, war damals ein Pub im Besitz von drei Iren. Sie weigerten sich, das Haus für weniger als 250 Millionen Dollar an Rockefeller zu verkaufen, was den geschätzten Baukosten für das gesamte Projekt entsprach. Der Eigentümer von 1258 Avenue, heute ein Schuhgeschäft, weigerte sich ebenfalls zu verkaufen. Also musste die 30 Rockefeller Plaza einfach um sie herum gebaut werden. Dort stehen sie bis heute. Zwei kleine Flachbauten mit einem großen Feller in der Mitte. Bevor ich den letzten hartnäckigen Hausbesitzer vorstelle, möchte ich noch ein paar Konkurrenten erwähnen. Erstens ist da die sogenannte Million Dollar Corner an der 34. Straße und dem Broadway in Manhattan. Sie wurde 1900 von einem Konkurrenten von Macy's gekauft, nur um Macy's daran zu hindern, das größte Kaufhaus der Welt zu bauen. Die Taktik ging nicht auf und Macy's konnte genug umliegende Grundstücke kaufen, um den Titel trotzdem für sich zu beanspruchen. Jetzt verhöhnt Macy's seine früheren Konkurrenten, indem es eine riesige Macy's-Tüte mit der Aufschrift "Größter Laden der Welt" über der Millionen-Dollar-Corner anbringt. Als nächstes ist da diese Kombination aus Nagelstudio und T-Shirt-Stand in Changsha, China. Es überrascht nicht, dass der Laden nicht mithalten konnte, als 2007 das Einkaufszentrum dahinter gebaut wurde. Aber wenigstens hatten es die Besitzer nicht weit, wenn sie sich eindecken wollten. Und schließlich ist dieses sogenannte Nagelgrab ein wenig gruselig. Monatelang hingen diese Gräber 10 Meter hoch in der Luft, weil die Familien sich weigerten, sie zu bewegen. Da es sich um die Gräber der Grundstückseigentümer handelte, kann man davon ausgehen, dass sie den Bauherren einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Platz 1. Das Ende der Straße. Im Jahr 2012 wurde Luo Baogen und seine Frau zur lebenden Verkörperung sturer Hausbesitzer, als sie sich weigerten, aus ihrem Haus in Wenling, China, auszuziehen. Selbst nachdem alle Nachbarhäuser abgerissen wurden und eine Straße ihr Haus in eine kleine Insel in einem Fluss von Asphalt verwandelte, wollten sie nicht umziehen. Doch später im Jahr erreichte der ständige Druck der örtlichen Behörden schließlich Herrn Baogen und er gab nach, weil er des Kämpfen müde war. Das Haus wurde leider abgerissen, aber dank dieses Bildes lebt dieses seltsame kleine Haus in der Mitte der Straße weiter. Für welche Art Haus würdest du so hartnäckig wie diese sturen Hausbesitzer durchhalten? Würdest du es wagen, eine Nacht in einem chinesischen Nagelhaus zu verbringen? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen.